Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade aufgestanden zum zweiten Mal. Ich habe ein kleines Schläfchen gemacht. Ich habe mich nochmal hingelegt einfach und bin nochmal eingeschlafen. Ich habe euch gestern erzählt, dass mein Laptop einen Fehler hat. Oh Mann, ey, wartet mal. Also, ich filme jetzt mit dem Handy wieder, weil ihr seht, der Display-Schaden, das ging ja noch. Ich konnte mein Video schneiden. Ich hatte halt einfach nur hier den Fehler und hier unten den Fehler. Und jetzt habe ich das Video von gestern bearbeitet und immer wieder geht das Display schwarz. Also, ja, keine Ahnung. Ich mache den dann immer aus und Bernd hat dann heute Morgen, wir waren schon voll früh wach, um 5:30 oder so, hat er da neu gestartet und so eine Tastenkombination gedrückt. Ich weiß es nicht, was er da alles gemacht hat. Dann ging es wieder und dann geht es wieder aus und dann geht es gar nicht mehr. Dann habe ich jetzt gewartet eine Stunde. Dann ging er jetzt wieder 2 Minuten und dann ist es wieder schwarz. Also ja, fürchterlich, so kann ich ja kein Video vernünftig bearbeiten. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, aufzuhören zu vloggen. Nein, natürlich nicht. Nein, never. Ich filme erstmal wieder mit der Kamera, ach, mit dem Handy, obwohl ich mich so darauf gefreut habe, dass wenn wir umgezogen sind, dass ich dann endlich hier so ein Büro einrichten kann und den Laptop ordentlich hinstellen kann. Ich meine, wir sind ja eh noch nicht eingerichtet, das dauert alles noch, aber ne, dass ich halt mit der Kamera filmen kann und dass ich den Laptop auch mal stehen lassen kann bei uns in der Wohnung. Da war da ja immer alles im Weg. Ich habe es immer am Esstisch gemacht. Und dann war das immer im Weg. Ne? Dann musste ich, wenn wir essen wollten, alles wieder wegräumen und so. Und ja, ich habe mich halt mega drauf gefreut und jetzt ist der Laptop hinüber. Ist jetzt halt so. Haben wir weiter das Handy erstmal. Ja, ich muss jetzt überlegen, was ich mache. Ob ich den Laptop jetzt einschicke, das Display reparieren lasse oder ob ich mir einen neuen Laptop kaufe. Dazu muss ich erstmal herausfinden, was kaputt ist, weil erst war ja nur das Display kaputt mit diesen Streifen, aber ich konnte noch arbeiten, jetzt wird es schwarz. Jetzt weiß ich aber nicht, ist es das Display, was kaputt ist oder ist es der ganze Laptop? Keine Ahnung. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Das Doofe ist halt, heute Abend beginnt ja unser Geburtsvorbereitungskurs endlich. Ja, der ist natürlich online wegen Corona und alles. Und eigentlich wollten wir das mit dem Laptop dann machen. Ja, weil man dann halt viel besser sieht. Aber wir haben noch das iPad. Das ist ja auch groß. Ich suche das mal eben. Morgen. Möchtest du frühstücken? Gerade nicht. Also ich habe noch keinen Hunger. Okay, dann bis gleich. So, ich gehe mal so, weil es ist Licht besser. Ich wollte jetzt eben hier frühstücken. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ich habe keinen Löffel, die sind in der Spülmaschine alle, weil alles noch in der Umzugskartons ist. Deswegen habe ich ein Messer. So. Und das iPad habe ich gefunden. Ja, jetzt ist die Qualität natürlich wieder etwas schlechter vom Handy zu filmen, aber ihr kennt das ja schon. So, ich habe so Hunger. Zack. Wir waren heute Morgen eben bei Netto und haben eingekauft, also nur Kleinigkeiten, Brot und Klopapier. Denn es ist ja tatsächlich wieder ausverkauft, das Klopapier. Ich habe nämlich gestern mitbekommen, ich war mit dem Smurfy spazieren und dann gehen wir so hinten am Netto rum und da habe ich gesehen, wie aus einem Kombi ganz viel Klopapier geliefert wurde zum Netto. Ich habe es schon auf Facebook seit einer Woche oder so mitbekommen, dass Klopapier überall rar wird, ausverkauft wird, so Fotos gesehen. Von leergeräumten Regalen, aber ich habe es halt nicht so ernst genommen, weil wir hatten eh noch Klopapier und ich habe gedacht, das wird jetzt wieder so gepusht, ne? Ja, wird es wahrscheinlich auch und jetzt ist es halt wieder
Ja, ausverkauft. Und wir hatten jetzt keins mehr hier, deswegen haben wir ein Paket dann mitgenommen. Bei uns im Netto wird auch schon alles wieder rationiert, also zwei Konservendosen, einmal Klopapier und ach, keine Ahnung, halt alles so begrenzt. Und ich finde es halt doof, weil was ist mit Familien, die jetzt, sage ich mal, fünf, sechs Kinder haben, wenn die sich zum Beispiel Chili kochen wollen und ganz viele Kidneybohnen brauchen, dann reichen nicht zwei Dosen oder zwei Spaghetti-Packungen oder so, ne? Die brauchen halt mehr, weil es einfach sehr viel mehr Personen sind. Ist halt, ja, weiß ich auch nicht. Es hat Vor- und Nachteile halt. Ja, ich werde jetzt hier erstmal frühstücken. Wir haben die Salami und wir haben diesen super leckeren Schinkenspicker. Und das Cordon Bleu von der Rügenwalder Mühle ist ja jetzt auch vegan. Das ist so lecker. Boah, das haben wir probiert. Das schmeckt richtig, richtig gut. Ja, und das werde ich jetzt machen. Und dann werde ich versuchen, mir hier die Zoom-App aufs iPad zu laden, damit wir heute Abend den Geburtsvorbereitungskurs machen können. Ich hatte euch, glaube ich, noch nicht jetzt zu Ende erzählt. Mit dem iPad. Ich wollte das halt. Das ist mit der Zoom-App, womit man dieses Meeting heute Abend macht, diesen Geburtsvorbereitungskurs, weil unser iPad so alt ist, das ist, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder so, gehen viele Apps nicht mehr darauf, weil irgendwann werden die ja nicht mehr aktualisiert von Apple. Und habe ich gedacht, das geht bestimmt gar nicht mehr, weil zum Beispiel die Christmas Channel App, wo ich immer Weihnachtsmusik höre auf dem Handy, geht nicht hier drauf. Und diese Einkaufs-App, die Bernd und ich haben, die so synchronisiert ist, also wenn er etwas eingibt, dann sehe ich das auf meiner Einkaufsliste und andersrum genauso. Bevor ihr fragt, wie die heißt. PON heißt diese Einkaufsliste. Das werden bestimmt viele fragen. Und du kannst halt den Einkaufslisten sehr viel, also du kannst eigene Einkaufslisten machen. Die heißt PON, Pong, und das ist dann dieses blau-weiße Zeichen. Und jetzt seht ihr nicht unsere Einkaufslisten, weil es blendet, aber man kann halt verschiedene Einkaufslisten machen. Wir haben jetzt erster Einkauf Haus, das ist halt für heute, weil wir hier noch nicht Großeinkauf gemacht haben. Eine DM-Einkaufsliste habe ich immer, da sammle ich und gehe dann, keine Ahnung, entweder bestelle ich online, was ich ja jetzt vermeiden will, wegen Plastiksparen, oder ich gehe halt alle 6 Wochen da einkaufen. Und dann haben wir eine Krisenvorsorgeliste. Ihr wisst alle, dass wir Krisenvorsorge betreiben. Und jetzt gerade war ja wieder das Thema, dass die Supermärkte alles rationieren und so. Und wir haben da jetzt keine Probleme mit, weil wir haben halt alles nicht hier, aber wir können es holen. Und da werde ich auch nochmal ein Update zu machen zur Krisenvorsorge. Ich sage euch immer, kauft, wenn genug da ist, also nicht jetzt, wo es halt schon rationiert wird, dass ihr immer was habt. Aber das mache ich in einem extra Video. Und ja, Zoom-App geht auf dem iPad. Also können wir heute Abend wenigstens auf dem großen Bildschirm sehen, wer alles mitmacht beim Geburtsvorbereitungskurs. Klasse, freue ich mich. Wir sind bei Action. Wir hatten nämlich so eine 1500 Lichter, Lampen, LED-Lichterkette geholt und die war leider kaputt. Und deswegen tauschen wir die, oder haben wir die umgetauscht und Bernd testet die jetzt da an den Steckdosen. Nicht, dass wir wieder umsonst gefahren sind. Blinkt die immer oder kann man die auch umstellen? Ich bin am Drücken hier. Oh, super. Toll. Ja, danke. Und den Rest zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall gab es da die Chupa Chups, die XXL. Und die sind sehr lecker. Die wollten wir für zu Hause haben, ne? Bitte? Die wollten wir für zu Hause haben. Die ist für zu Hause, ja. Geschenkpapier haben wir ganz viel mitgenommen. Die das nicht sagen wegen dem Angebot. Ja, da sind die ganzen Chupa Chups. Zwei Kunstpflanzen. Ein Knochen für ein Etti. Ein Polizeilicht in Rot. Ach so, Gebimsel halt. Was man nicht braucht. Darfst du nichts hier zeigen, was wir Kindern zu Weihnachten schenken, ne?
Weil unser Kind guckt nicht, aber seine Freunde gucken dann. Ja, liebe Grüße. Wir sind noch im Kaufland. Großeinkauf machen. Und ja, das wird ziemlich viel. Obwohl wir nichts auf Vorrat kaufen, das einfach nur, weil wir nichts haben. Und Bernd ist da jetzt eben so einen Kaffee probieren. Da ist so ein Stand. Dann kann man 16 Euro Kaffee probieren. Smurfy hat auch was bekommen. Den komischen Knochen. Huf mit lecker. Ne, das ist kein Huf, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ekelig. Und wir drehen euch jetzt den Haul. Den 130 Euro IKEA Haul, den drehen wir euch jetzt und dann geht's weiter mit dem Vlog. Aber den Haul, da machen wir ein extra Video, weil das wird zu lang hier sonst. Haul ist abgedreht. Jetzt müssen wir nur noch alles verräumen und Bernd hat unsere Töpfe gefunden, Besteck und Dings hast du auch gefunden, Teller und so, ne? Nee. Nee. Keine Teller. Jedenfalls räume ich jetzt das Besteck hier in die in unsere Riesenschublade erstmal. Hier hast du, Schäler hast du schon für die Kartoffeln? Ja. Okay. So, ich habe mir einen neuen Staubwedel bestellt. Oder du hast mir den bestellt, ne? Ja. Der ist so wie von Jeffrey bei Dings. Will Smith. Ich kenne Jeffrey, ne? Nein, den, die hier Prinz von Bel Air. Mit der Kamera oder mit mir? Mit euch beiden. Achso. Jedenfalls hatte der super Bewertung bei Amazon. Und guck mal, wie lang der ist, Bernd. Ja, habe ich öfter. Boah, jetzt aber mal ehrlich, Bernd. Wie lang ist denn das? Da kann ich ja. Guck mal. Ja, für Verena. Kann ich dir in den Ohren puppeln? Bei dem Smurfy. Damit kannst du ja voll geil. Oh, was ist das, Smurfy? Oh, das wäre was für dich. Na, Etty. Etty, oh, was ist das? Das? Na, hör da auf, wir machen ihn heiß da drauf. Was ist die Mama? Mama hier. Mama hat einen mega Turbo-Staubwedel. Der ist ja echt lang. Ja, ich teste den. Und ich erzähle euch in den Vlogs, wie der ist. Auf jeden Fall ist er schon mal lang. Das ist schon mal super. Und weich. Und das kann man sogar waschen in der Waschmaschine hier. So richtig flauschig. Ich verlinke euch den mal in der Infobox. Verlinken oder verrechten? Verlinken. So heißt das. So. Verrechten darf man nicht sagen. Genauso wie viele andere Sachen. Nummer, Schild Nummer 27 nicht haben darf. Wieso 27? Habe ich gestern gesehen, war es in der Gemeinde, die hat das dann verboten. Die hat nur die Gemeinde das verboten. Weil das nur die Gemeinde, aber ich sagte dir, 8,8 ist ja klar wegen Heil Hitler und AH ist verboten, 1, also 1,8 wegen Adolf Hitler ja. Und 2,7 jetzt auch. Wegen, weil? Wegen der Eva? Nein. Ich muss ja die Tür aufmachen. Du kannst ja weiter erzählen, ich sehe das ja beim Schneiden dann. Komme! Ober. Echt? Bernd guckt gerade, Zeitumstellung ist morgen schon. Also, ja. Für euch war ja schon längst die Zeitumstellung. Weil die Videos ja 2 Wochen versetzt sind. Ich gehe die Zeit vor Corona zurück. Ja, das waren Zeiten, ne, wo alles noch so. Wo man einfach alles machen konnte. Und jetzt wird es erstmal wieder schlimmer, anstatt besser. Ja, muss ich grad schon. Unstable. Ja. Ja. Bernd hat ein Experiment vor. Möchtest du es erzählen? Warum nicht? Das können wir sagen, jetzt, wenn wir den Reichtum horten. Hä? Die Leute geht alles was an. Zuschauer, die müssen alles wissen. Nichts mehr außer der Reihe kaufen. Ja. Michaela. Darf ich unser Kind auch so frittieren? Frittieren, muss ich sagen. Frittieren. Frisieren. Da, zeig. Wie du die Kinder frittieren möchtest. Kannst du machen, wenn unser Kind. Wenn unser Kind so Powerlocken hat. Ich habe im Gesicht voll zugenommen.
Bernd sagt immer, ich bin fett geworden wie ein Walross. Was sagst du immer? Und ich sag da nicht zu. Und was heißt dann, ich hab's gesagt? In den Geschäften. Und ich sag, oh, das sieht aber lecker aus. Dann sagt er, jo. Du hast schon ganz dicken Bauch bekommen. Dürfen jetzt Veggie-Burger, dürfen nicht mehr Veggie-Burger, die müssen Erbsenbratlinge heißen. Bei den Leuten, die haben es denen jetzt so gut, ne, dass sie sich über so eine Scheiße Gedanken machen können, ne? Man darf, Falafel ist ja Falafel, man darf Schnitzel auch noch Erbsen. Ja. Irgendwas, ich will das nicht vor der Kamera sagen. Okay. Menschen geht's so gut, ehrlich. Hier. Ja. Etty. Ja, jedenfalls hat Bernd vor, dass wir. Der Etty ist eingesperrt im Wintergarten. Was machst du? Eingesperrt. Ja, eingesperrt. Ja, super. Mit seinem ekligen Knochen. Der ist voll glücklich damit da. Ja, der hat alles kaputt gehauen. Unsere neuen Möbel sind da. Ja, Klopapier wird rar. Jedenfalls, was ich jetzt erzählen wollte, zum 12. Mal anfangen. Du hattest vor, nicht mehr außer der Reihe einzukaufen. Bernd geht nämlich sehr gerne jeden Abend und jeden Tag 7-mal einkaufen. 3-mal Aldi, 2-mal Netto, 1-mal Edeka. Zeigt mir nur schlimme Bilder hier auf Facebook. Jo, ist auf Amazon. Und immer irgendwelche Kleinigkeiten und dann, ach, das war im Angebot, das bringe ich mit und dies. Ja, das finde ich meistens. Ja, und ich sag schon immer, hör auf. Du isst es aber ja. Jo, was du mir schon für Schrimmel mitgebracht hast. Jo, direkt im Mund. Jo, diese Magnetbuchstaben, die du mir mitgebracht hast. Die habe ich verschenkt und am Ende weggeschmissen. Verschenkt also, und dann weggeschmissen? Ja, ein Teil verschenkt. Das waren so, weil ich mag halt Kühlschrankmagneten so. Aus jedem Urlaub, wo wir waren. Ja. Und Bernd hatte dann, aus wie viele waren da drin? Aus dem Aldi-Urlaub 150 oder 200 Magnetbuchstaben 200. Und Zahlen mitgebracht. Ja, so Kühlschrankmagnete. Ja, das ist sehr gefreut. Ja. Über den Breta. Ja. Wo ist der überhaupt? Wo ist der Breta? Weiß ich nicht, der war im Schlafzimmerschrank, den hast du abgebaut. Abgebaut. Ja, abgebretet. Das Regal hast du abgebaut, da wo die ganzen Küchenutensilien drin waren. Und dann war der Breta weg. Abgebretet. So, und wie heißt das denn? Römertopf. Römertopf-Breta. Römertopf-Breta. Ja. Ja. Oft benutzt. Noch nie haben wir den benutzt. Ja, nie. Er steht seit 5 Jahren im Schrank, der Römertopf. Ich habe nie was gebretet. Soll ich dir machen? Vegane Rouladen da drin? Yokozuna ist tot. Ja. Gut, wir warten jetzt hier. Wann gibt's denn Essen? Ich habe echt Hunger. Nicht. Gibt's heute noch Essen? Ich bin jetzt sättig gerade. Ja, dann esse ich jetzt auch noch was. Nein, dann mache ich jetzt Essen. Ja, bitte. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Es ist gleich 5:30 und wir haben heute unseren Geburtsvorbereitungskurs. Ich dachte, dass du so um 18 Uhr schmausen. Ja, wir müssen auch noch mit dem Hund laufen. Der hat jetzt bestimmt in den Wintergarten geschissen, ganz fein. Nein, der ist ein Knochen am Knochen. Ja. Ich kann das doch auch anbraten, oder nein. Nicht? Nein. Es wird nichts. Ja, das sind noch bis 30, die 8 Minuten müssen noch liegen und dann mache ich Essen. 8 Minuten. Das riecht ganz fantastisch schon. Es gibt Pilze, eingelegt, die schmecken wie die von der Kirmes, vom Jahrmarkt. Die schmecken wie von Bernd. Wie von Bernd. Es gibt Nuggets und, was ist das andere? Diese Hähnchensticks, also Hähnchen. Reis? Diese komische Reis-Erbsen. Achso, okay. Erbsenprotein. Ja, und Bratkartoffeln und Salat nach Art Oma. So. Oh, ich darf den Tisch decken. Wir haben keine Teller. Die haben wir leider nicht gefunden. Oder Bernd, eher gesagt, der hat gesucht. Deswegen gibt es diese Ikea-Schüsseln. Blattsalat. Hier ist das Dressing. Wunderbärchen. So, was trinken wir? Nur Wasser, oder? Ich möchte gern Wasser. Salvino möchte bestimmt mein Malzbier trinken.
Geh raus da. Und, achso, Bernd hat heute sogar einen Kartoffelsalat gemacht. Den hätten wir auch noch essen können. Jetzt was habe ich dir gesagt? Das wolltest du nicht. Du wolltest was Warmes. Nein, den hätten wir für zwischendurch essen können. Smurfy, runter! Runter essen. Runter! Böses Tier. So. Und hier habe ich gestern oder so meine heiße Tasse abgestellt. Ja, das geht zwar irgendwie weg, aber ich konnte mich noch nicht damit befassen. Wir liegen schon im Bett. Wir hatten ja den Geburtsvorbereitungskurs. Und ja, das ging halt heute hauptsächlich darum, dass sich alle da vorstellen. Also, das waren, weiß ich, wie viele haben da mitgemacht? 22 Leute oder so. Und die halt alle gesagt, wie die heißen und welche Woche und wo die entbinden möchten und wie viel der Kind und so. Aber das kann man sich ja gar nicht alles merken. Und nächste Woche geht es dann darum, wie das Kind liegt und wie man das fühlen kann und was weiß ich, sowas halt. Da freue ich mich drauf, weil ich das gerne fühlen würde. Meistens weiß man ja ungefähr, wo die, also wo halt die Tritte sind, da sind die Beine, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nur das Video noch beenden. Und ich danke euch fürs Zuschauen und morgen seht ihr dann den Food Haul vom Kaufland. Den zeige ich euch morgen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.